So, wir sind unmittelbar davor, endlich einen Schritt voranzukommen und die Quest abzuschließen. Alle Waren sind unterwegs. Letzte Verkäufe, bevor wir keine mehr tätigen dürfen, dann Quests überall abschließen. Ein gutes Event im Augenblick, alles, was wir verkaufen. Ich denke auch an Questaufgaben, bekommen wir im Augenblick besonders viel Geld für. Ich schicke aber kein Schiff irgendwohin los. Erstmal wird alles, damit ich ihn nachher leichter finden kann. Das machen wir gleich, das ist eine Questaufgabe. Das ist keine. Das ist auch keine. Wir gehen einmal der Reihe nach alle Inseln durch. In denen wir noch was verkaufen wollten. Das ist eine Questaufgabe. Dann sind wir hier vorne. Gegen den Uhrzeigersinn gehen wir einmal vor. Das sind Questaufgaben. Das ist eine Questaufgabe, wenn ich mich recht entsinne. Das ist keine. Okay, wir können es machen. Ist irgendwo noch ein Schiff unterwegs? Nein, das müssen wir noch machen. Schaut mal hier. Sind die mitten einmal quer durch Wale gefahren? Krass. Und die ist unterwegs mit den Bananen. Ziehen wir die noch durch, die Aufgabe. Das ist nämlich ein Lady-Hand-Verkauf hier. Einmal Verkauf. Und das war's. Und jetzt können wir die Quests erfüllen. Weil wir das so lange für gebraucht haben, weil ich nicht möchte, dass was schief geht, wenn wir sogar vorher einmal abspeichern, verkaufen noch einmal die Sachen hier, bevor wir das ganze Schiff verkaufen. Speichern einmal ab. So, und schauen, ob wir... Aber wir sollten eigentlich alle Waren überall haben. Das heißt, das sind die Quests, die wir zu machen haben. Wir gehen da rein nach durch. Ne? Wir zelebrieren das ein bisschen. Zigzag, danke fürs Abo. Vielen Dank dafür. Erster Schritt. Kein Handel mit dem Lady Margaret Hunt. Haben wir eine automatische Handelsroute, die uns dazwischen pfeift? Ich glaube, haben alle pausiert, ne? Alle pausieren. Top. Ja, die pausieren. Die pausieren auch. Da kann nichts Schlimmes passieren zwischendurch. Wir fangen an mit dem Verkauf von Lady Hunt an Paloma, 50 Tonnen Zelluloid. Paloma ist hier. Schiffchen ist direkt davor. Die sind alle leer. Einmal Verkauf bitte. Handelsmenü öffnen. Ich mache den Ton wieder an, damit wir hören, wie es in der Geschichte auch weitergeht, was uns erzählt wird. Den Sprachton schmeiße ich wieder an. Einmal die Quest erfüllen, bitte. Ja, neuer Befehl. Raus mit 50 Tonnen Zelluloid, hier oben steht's und? Bedankt sich bitte jemand bei uns? Nein. Nur die Aufgabe ist weggeext. Dann geht's weiter mit an Isabel verkaufen. 50 Tonnen brannte Granaten. Auf Ihren Befehl. Da sind sie. Ja. Raus mit den 50 Tonnen. Quest links. Ja, keine Tonbelohnung dafür. Es geht einfach nur links weg. Und letzter Schritt an Joaska. 100 Tonnen Ethanol. Das ist hier vorne. Ich sage immer Joaska. Eigentlich heißt sie Jaosko. Ei. Einmal verkaufen, bitte. Raus mit dem Alohol. Und? Ein bisschen altes Wissen, etwas Vorstellungskraft. Endlich. Und ein paar Dinge, die wir in den Jahren des Feuers aufgeschnappt haben. Ja, das hat geklappt. Eine Quest ist weg. Ich werde nicht eher ruhen, bis sie wieder mein ist. So, und jetzt können wir von ihr eine in ihrem Konto eine etwas einkaufen. Das ist komisch. Sie hat uns letztens noch als Bettlerbande beschimpft.
Okay, jetzt gehen wir hier rein und kaufen Sie die Figur von Hueka in Hans Kontor, also hier vor Ort. Wird hier nicht angezeigt. Die ist wahrscheinlich irgendwo so eine Extra-Geschichte irgendwo. Ach, einmal anklicken vielleicht. Ich fahre einmal weg und wieder hin. Steuermann. Vermutlich ist das so ein extra Fenster, was dann aufploppt. Einmal Route zurück. Eingezeichnet. Und? Und? Setz die Segel. Ich bin am Zielort, hier geht's hin. Wie schön, dass Sie bei mir vorbeischauen. Hier soll eine Statue sein. Figur von Hueka. Hueyaka. Kaka ist, glaube ich, was anderes in Hans Kontor. Ist hier eine Figur? Ich sehe keine. Warten oder würfeln. Also ich mach mal warten. Wir füllen erstmal die andere Quest. Vielleicht passiert da noch was. Ich würfel mal einmal. Das kostet ja nicht. Kostet ja nicht die Welt. Einmal würfeln. 500 Peseos ausgeben. Und da ist sie. Figur von Hueyaka. Erwarten neue Horizonte. Einmal einkaufen, bitte. 575.000. Wie gut, dass ich so viel Taschengeld habe. Einen Schritt weiter in der Quest gekommen. Sehr schön. Ich werde nicht eher ruhen, bis sie wieder mein ist. Wie unfreundlich. Und jetzt müssen wir noch an Isabel. Geht's einmal, also damit können wir jetzt schon mal rüber Richtung Isabel. Gibt es eigentlich jetzt auch noch andere coole Items oder die gleichen wie eben? Ich glaube, das sind die, die wir alle schon kennen. Nichts Neues hier. Ich glaube nicht. Ein Hoch auf See und irgendeine mesoanische Göttin. Jetzt geht's. Beschämendes Verhalten. Ich meine, es ist so. So echt. Da verschwimme ich selbst. Nicht im Museum ausstellen, würde das Szenario beenden. Wir haben gar kein Museum gebaut, ganz ruhig. Die Figur wirkt echt. Aber hier vorne hin und zurück. Sicher genug sein. Einen Moment. Das dauert Route nicht lang. Eingezeichnet. So, und dann haben wir hier hinten noch. An Isabel müssen wir Treibstoff verkaufen, also hier vorne. Ein neuer Auftrag. Raus mit dem Treibstoff, 200 Tonnen. Sehr schön. Jetzt müssen wir verkaufen das Frachtschiff an Isabel, da sind wir gerade. Unser super edles Fracht, prächtiger Alk. Ist damit der Alhol gemeint oder das der gleichnamige Vogel? Ich nenne den mal, ich gebe dem Schiff mal einen schicken Namen. Isabels Präsent. Ich will allerdings auch Geld dafür haben. Kisten unter Deck. Einmal verkaufen bitte und das Schiff selber verkaufen. Du siehst es ja selbst. Alles bei uns ist knapp. 150? Ja, ich nimm's mal, aber es ist echt wenig. Wie gut, dass ich kein Geizhalt bin. Ich verfluche dich und die Deinen. Nein, es ist okay, machen wir. Dafür verdienen sie das Kriegsgericht. Und jetzt haben wir die Quest erfüllt. Und jetzt müssen wir... Sie sind eine Naturgewalt. Nicht einmal Admiral Silva kann es mit uns aufnehmen. Und jetzt müssen wir noch in Silvas Kontor ein Schiffchen er kaufen. Ein alter Seeberg sein. Da ist im Augenblick niemand, ne? Doch, wir haben ein Schiffchen da. Neue Horizonte. Oh, oh. Dürfen wir jetzt... Jetzt dürfen wir wieder was verkaufen, ne? Ja, also das Verkaufsverbot ist erloschen. Verkaufen einmal die Sachen hier. Abgemacht. Jetzt ist Schiff leer. Jetzt kaufen wir ein Schwert. Müssen dafür einmal würfeln, bitte. Da ist das Schwert. Simon Sarmentos Schwert. Der erste Streich der Revolution wurde mit dieser Klinge ausgeführt. Doch das grausame Schicksal gab sie in die Hände unserer Feinde unter der Führung von Admiral Silva. Einmal Alles kaufen, bereit. Bitte.
Dankeschön. Gestürzt von einem Bauern. Bringen wir das mal zurück hier vorne hin. Sie werden zuschlagen. Sind unterwegs. Wenn wir es am wenigsten. Klasse. Und für die Goldquest müssen wir mal schauen, wie viel Geld wir dafür einnehmen müssen. Nee, für die Goldquest müssen wir, glaube ich, 500.000 Waren verkaufen. Die erreichen wir eh nicht. Und für die Silberquest müssen wir erreichen, wie viel Geld? 100.000 Münzen in der Tasche, das ist ja ein Klacks. Unglaublich. Das ist ja lächerlich wenig. Abzeichen. Gewinnen Sie das Szenario mit 180 Tonnen Motorrollern? Ist schärfer als Ihr Verstand. Ja, kann ich gerne machen. Eine Stunde lang 3000 Obreros, das kriegen wir auch noch hin. Ach so, eine dieser Sachen muss man schaffen. Und dann bekommt man, ist das die Reihenfolge? Also die beiden, ist das dann vorbei? Wir bauen erstmal das Museum. Leute, wie läuft das jetzt hier? Jetzt dürft ihr mich mal spoilern, ich bitte darum. Ich will so viel wie möglich in Abzeichen bekommen. Ich will nicht, dass das Spiel vorzeitig beendet ist, bevor wir alles an Abzeichen eingeheimst haben, was geht hier. Die Abzeichen sind extra Gewinne. Das heißt, wir beenden das dadurch, dass wir alle Artefakte ausstellen. Und läuft es danach noch weiter oder nicht? Wir bauen erstmal das Museum. Also ich will ja nicht vorzeitig alles beendet haben hier, ne? Wir können auf jeden Fall mit den anderen Schiffen wieder zurückfahren. Wir sammeln mal alle ein, die irgendwo sind. Denn hier brauchen wir ja nichts mehr. Ein neuer Auftrag? Steuermann! Alle bitte wieder retour. Ich bin auch gerne bereit, den automatischen Handel überall wieder anzuklicken. Dann hier vorne bitte noch. Eine Schiffchen sollte es keine mehr geben. Dann knipsen wir den automatischen Handel wieder an. Machen das auch hier vorne. Prima. Ja, ist echt verrückt, ne? Chat ist auch völlig fassungslos, ihr Lieben. Dass wir so wenig Tonnen Waren verkauft haben in der irren Zeit. Also das ist, da haben die irgendwas beim Balancing sich völlig verhauen. Diese 500.000 Tonnen, die man braucht fürs Goldabzeichen, das ist irrwitzig. Das ist völlig absurd hier. Ja, wir sind uns sicher, dass die Tonnen nicht runterzählen. Leider ja, leider ja. Es ist wirklich völlig, völlig, völlig blöd. Jetzt, also wir brauchen für ein Ziel 100.000 Gold und wir haben 16 Millionen. Also schon ein bisschen schräg hier, ne? Und jetzt wollten wir noch... Achso, und wir machen nur eine automatische Handelsroute, die hier den Tabak immer abholt. Wir haben hier genug Leute. Wir setzen hier noch ein Lagerhaus hin. Ich will das wenigstens beenden, was ich angefangen habe. Noch ein bisschen Tabak. Vorsicht ist mein Hirte. Weil es so hübsch aussieht. Sag mal Leute, kann das sein, dass wir gleich das Szenario geschafft haben und heute noch anfangen können?
mit dem Sandbox-Spiel. Haltet ihr das für... Kann das sein, dass es gleich hier losgeht, dass wir Anno entspannt wieder aufnehmen, unsere Reihe? Das wäre echt cool, oder? Die Menschen lassen sie hochleben. Kriegen wir denn noch eins hin? Ach, ich glaube, wir kriegen noch nicht mal mehr. Ja, das wird gar nicht klappen hier. Ist mir jetzt auch gerade irgendwie Pumpe. Wir machen noch einmal eine automatische Handelsroute. Die von hier nach Das Silber führt und da verkauft. Letzter Handel ist das hier. Nehmen irgendein Schiffchen, das irgendwo gerade rumliegt. Pfeffersack kann man nehmen. In die Gruppe Handel rein. Prima. Und wieder raus. Dann verabschieden wir uns von Buena Costa, geben der Insel auf den letzten Metern noch einen anderen Namen. Und zwar... Namensvorschläge? Letzte Insel, kleine letzte Insel, ganz weit im Westen. Chakatuka-Land? Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Letzter Pfiff? Buena Costa ist eigentlich ein schöner Name, ne? Wir lassen es mal in Buena Costa. Das klingt doch super schön hier. So, und jetzt kümmern wir uns um das Museum. Jetzt müssen wir erstmal alle Items ausstellen. Also alle Items von Bord nehmen. Oh Gott. Auf einem dieser zahllosen Schiffchen sind unsere Items. Da. Einmal raus mit diesem Item. Eins ist aber noch nicht ausgestellt, ne? Eins muss noch irgendwo sein. Auf irgendeinem der Schiffchen ist da noch ein Item drin, oder? Oh Gott, wo ist das denn? Das ist an Bord einer der automatischen Handelsgeschichten. Nein, jetzt kann ich die alle einmal durchgehen. Da ist es. Ja, da ist es. Völlig falsche Stelle. Setz die Segel. Bitte einmal zurück. Beinahe wäre das Schwert ein drittes Mal, ein zweites Mal verschollen gewesen. Hierhin bitte und ablanden. Das war knapp hier. In der Zwischenzeit ertrinken wir hier in Schiffen. Und dann wollten wir noch... Ah, Leute, dann ziehen wir es aber auch richtig durch. Thema Jalea. Ich hatte noch keine Jalea-Küchen gemacht. Also komm, wir machen die jetzt. Ich will es wissen hier. Ich will das hier ordentlich beenden. Wir bauen zwei Jalea-Küchen hier noch hin. Auch wenn das haufenweise... irgendwelche Materialien kostet. Ich will es hier anständig beenden hier. Soll noch was aussehen, bitte. Wie wär's mit einem Kaffee? Nein, kein Kaffee. Nein, lieber Onkel, du willst mich nur ablenken. Die Zuschauer und ich wollen hier gemeinsam das Szenario würdig beenden. Schweigstille, bitte. Schweigstille. So. Leute, jetzt hört mal auf mit der Spoilerei im Chat. Ich hatte eben gebeten um einen Tipp, aber jetzt müsst ihr mir nicht mehr haarklein erzählen und den anderen erzählen, was passiert. Bitte wischt mal auf, liebe Chatmods, löscht das mal alles, was gerade an Schritt-für-Schritt-Anleitung gepostet worden ist. Und liebe andere, guckt mal nicht in den Chat rein, sonst ist die ganze Spannung futsch für euch. Also wenn ich sage, einmal einen Tipp geben, heißt das nicht, bitte ab jetzt für den Rest des Abends mir alles haarklein vorbeten. Also, so ist es echt nicht gemeint hier. Und jetzt geht's in den Museumsbau rein. Das sollte bei der Stadt sein, ne? Museumbau. Bauvoraussetzungen haben wir.
alles da. Und wir bauen. Ja, also gern in der Nähe der Artistas, aber das ist alles schön eng zugebaut. Vielleicht hier als im Übergang zwischen Industriegebiet und Rest der Welt. Hier so rein. Vor ein paar Straßen bitte noch entfernen. Wir werden immer noch nicht gebraucht. Die Alpaka-Farm darf auch mal umziehen. Ich habe mal über... Willkommen! Das Lagerhaus darf umziehen. Die Waren werden von hier aus geliefert. Sehen Sie nicht? Ich spiele mit Ihnen. Das sollte alles auch klappen. Bisschen aufräumen. So. Feuerwehr hier vorne. Die Straßen können wir mal ein bisschen glatt ziehen. Eigentlich gar keinen Anschluss mehr. Ist schon einmal leer, können wir auch abreißen mittlerweile. Ne? Ist ja nichts mehr drin. So, und da können wir hier ein schickes Museum hinsetzen. Bald kennen Sie den Unterschied zwischen Qualität und Quantität. Das ist eine Fluchtachse, die hier rüberführt. Hier machen wir einen feierlichen Eingang hin. Ich hoffe, es gibt genug Zierate, den wir gleich setzen können. Alles war bereit für den großen Augenblick, bis auf, naja, die Vitrine. Die waren noch leer. Bitte einmal in schick. Da habe ich sogar noch ein paar Steine raus. Obwohl da kaum welche davon hatten die ganze Zeit. Deko gibt es leider immer noch nicht. Mal schauen, was wir bauen können. Leere Ausstellungsflächen. Artefakten sind auch da. Ihre Museumsmodule noch nicht Leisten ausgestellt. Leisten Sie sich besser keine Sturheit. Einmal hier. Einmal hier vorne und ein drittes Artefakt wollen wir auch noch ausstellen. Einmal hier hin. Schade, es gibt glaube ich nicht die Möglichkeit hier irgendwas zu pflanzen, ne? Oder Denkmäler. Irgendwas hinzustellen. Ist nicht vorgesehen hier im Szenario. Gibt keine schönen Dinge, die man hinsetzen kann, traurigerweise. Renoxus, danke fürs 1. Abo. Grüße an dich. Danke dir. Danke. Wir könnten nur Plumpsklos hier platzieren. Und irgendwas sagt mir, das könnte eventuell nicht ganz das Passende sein. So, die drei müssen wir jetzt ausstellen. Jetzt will ich aber keinen Scheiß bauen hier, Leute. Wir wollen so viel wie möglich mitnehmen. So viel wie möglich mitnehmen an irgendwelchen Medaillen, die es hier noch gibt, ne? Das heißt, die müssen wir alle ausstellen. Ah, das sind die Zwischenziele. Rolls raus. 180 Tonnen Motorräder auf Lager, das schaffen wir nicht. Wir haben, glaube ich, gar keine Produktion dafür. 100.000 Münzen ist ein Klacks. Und die 3.000 Obreros und Obreras, die haben wir doch schon seit Ewigkeiten. Ja, das ist auch ein Klacks.
Nur die Motorroller sind, glaube ich, keine in der Produktion. Auf das Abzeichen verzichten wir hier. Ja, die haben wir nie gebaut. Das ist mir auch jetzt Wurm bekommen. Ich spiele nicht deshalb das Szenario weiter, nur damit wir noch ein paar Motorroller gebaut bekommen. Das muss es echt nicht sein hier. Das muss es echt nicht sein. Das heißt, wir machen einfach einen Haken dahinter. Die Ziele haben wir beide erreicht. Die Peseos, wie viele muss man da gesammelt haben? Haben wir die erreicht? Jetzt dürft ihr mich nochmal spoilern. Wie viele Peseos muss man gesammelt haben für die Silbermedaille? Wie viele sind das? Wie viele Peseos bitte? Da bitte ich um eine punktuell nur dafür für einen Spoiler. Sollte reichen. Also wir haben 16,5 Millionen. Also wenn das nicht reicht, irgendjemand meint, Jetospace meint 10 Millionen, Harald meint 1,5. Okay, Spoiler Ende bitte wieder. Wir stellen mal alles aus. Leute, gleich ist es soweit. Gleich haben wir gewonnen. Endlich. Vor wenigen Wochen hatten wir hiermit begonnen. Einmal ausstellen bitte. Wir stellen die Figur aus von Hueyaka. Ein Hoch auf See und irgendeine mesoanische Göttin. Ist es nicht unglaublich? Ich meine, es ist so... Ei. So ey. Einmal raus mit dem Schwert. Dann stellen wir hier hinten das zweite Artefakt aus. Und zwar diese Kette hier. Oder diese Knotenschrift. Jedes Band ist ein Rätsel. Ein verknotetes Stück Geschichte. Von Malching hat es Paloma vor der Nase weggeschnappt. Ach, vor Jahren. Vor Jahren war das. Da lag es. Ein Stück unserer Vergangenheit. Endlich sicher vor diebischen Händen. So. Item Nummer 3 hier vorne. Und sollen wir das Schwert ausstellen? Alle festhalten. Das große Finale jetzt. Alle bitte festhalten und. 3. 2, 1, bei Civ würden wir sagen, bei Civilization, Kulturschock. Sarmento war der Erste, der seine Waffe für die Bewegung erhob. Aber bei weitem nicht der Letzte. Seine Schwester, die zusehen musste, als er starb, hat so viele andere befreit. Meinen Papa hätte es gefreut, das Schwert Sarmentos wiederzusehen. Ja. Und? Und? Ah, wir müssen das Museum noch eröffnen, bevor wir das machen und die Partie abrupt abbrechen würde. Schauen Sie es einmal aus der Nähe an, einmal aus der Vogelperspektive. Und einmal gehen, laufen wir mal richtig durch unsere Welt hindurch. Das ist die Insel, die wir in Wochen und Monaten Spielerei aufgebaut haben. Wir krönen unser langes, langes Let's Play mit der Silbermedaille, verzichten freiwillig auf die Goldmedaille. Ihr würdet die problemlos bekommen. Ihr fluppt ja alles. Ihr müsst nur noch Ewigkeiten spielen und ich müsste nacht- und nächtelang einen Rechner durchlaufen lassen. Nein, danke. Bela Jung, danke dir. Das ist unser Museum. Gleich wird es feierlich eröffnet. Werf nur einmal einen Blick dort auf unsere Stadt, Leute. Einmal noch einen Blick hier. Das haben wir alles aufgebaut. Nochmal einen Blick auf die Artistas hier. Die Kirche hier vorne. Drei Stadtviertel hatten wir aufgebaut. Gleich geht's weiter mit Anno entspannt. Pass nur auf, dass du wieder umliegst und die alten Fässer für die scharfe Soße füllst. Ein letzter Blick. Da beginnen die Häuser der Artistas, der feinen, reichen, der Kultivierten, der Künstler, die andere arbeiten lassen für ihre Lebensbedürfnisse. Hier fährt einer mit unsichtbaren Pferden vorbei, ein sehr erhabener Anblick. Das ist eine Zauberei. Das ist, sowas geht wirklich nur bei den Artistas. Schaut euch das mal aus der Nähe an. Ein erhabener Anblick hier. Das ist Kunst. Das ist die Kunst, zu der die Artistas in der Lage sind und sonst keiner. Hier vorne auch wieder. Das ist nur bei den Artistas möglich. Sensationeller Anblick. Ich bin so froh, dass ich mit euch auf die
in die Ego-Perspektive gewechselt bin. Da vorne steht eine Dame auf ihrem Mini-Balkon, übrigens auch der Balkon. Schaut genau hin, hat keine Bretter zu ihren Füßen. Sensationeller Anblick, das ist ja Gauklerei, Taschenspielerkunst, zirzensische Kunstwerke, Kunststücke vom Allerfeinsten. Dafür stehen die Artistas, für ein solches Spektakel. Sowas leben die hier Tag für Alltag hier. Wahnsinn. Bin total beeindruckt. Ja? Ich bin dafür, dass wir jetzt unser Museum eröffnen. Einmal rüber. Da sind wir. Und? Kommt jetzt die Vorstellung? Ja, einmal auf. Feierliche Eröffnung. Das Bullsche Museum auf Bullschatz öffnet seine Pforten. Und jetzt. Willkommen. Oh, willkommen. Kommen Sie und staunen Sie. Ich verstehe nicht. Ich habe Sie doch allein geladen. Sie kehren zurück in die alte Welt. Sie haben alles verzockt, weil Sie dachten, wir bieten mit. Haben wir das nicht? Wer Dieben etwas anbietet, muss sich nicht wundern, wenn es verschwindet. Hybris bleibt selten unbestraft. Aber selbst eine Diebin kann so etwas wie Ehrgefühl besitzen. Ihr ist sicherlich bewusst, die dass Menschen sie etwas gestohlen lassen sie hat, das unersetzlich ist. Zu Recht. Pardon? Ich bitte Sie, Madame. Es geht um die mesoanische Göttin. Die sollte bis Mitternacht wieder am richtigen Platz sein. Und bitte, lesen Sie meinen Brief. Ich fasse es nicht. Dieser kleine Griecher hat mir einen Brief geschrieben. Steckt seine Nase in fremde Angelegenheiten, schnüffelt herum. Ich könnte ihm den Hals umdrehen. Werte Madame, was für eine Überraschung. Aber ich schätze, auch Sie sind überrascht, diese Zeilen zu lesen. Noch dazu in Ihrer privaten Korrespondenz. Wie es scheint, haben wir uns beide an fremdem Eigentum vergriffen. Aber für Sie ist es nicht das erste Mal. Wüsste die Krone von Ihren Taten, würde man Sie einsperren. Aber was für ein Verlust das wäre, nicht auszudenken. Ich denke, Ihre einzigartigen Talente können uns sehr helfen, den illegalen Kunsthandel einzudämmen. Im Gegenzug für die zeitige Rückgabe von Huyaka und Ihre bedingungslose Unterstützung bin ich bereit zu vergessen, dass es diesen Brief je gab. Ihr Freund, der Artista. Noch ein Brieflein? Erpressung. Um was haben wir da? Ant ist die Einzige, die davon weiß. Na, jetzt nicht mehr, du toller Echt. Doch fantastisch. Besiegt von zwei Blödmännern mit einem Briefkasten. Sehr witzig. Dieser Akzent ist auch ganz süß, ne? Ja, wir haben es geschafft. Und Abrechnung mit Alien, irgendwas in der Art? Sieg. Aktuelle Punkte. Ja, im ersten Durchlauf. Wir haben nicht, deshalb steht hier beste Ergebnis. Wir haben es einmal gemacht und nicht mehrfach. Man kann es ja auch machen, indem man einfach immer wieder neu startet halt, ne? Liebe Grüße an Jorik, danke dir. Sehr freundlich, was du schreibst. Die Wunder der neuen Welt warten darauf, von allen gesehen und bestaunt zu werden. Derweil bewahren wir Stillschweigen über das, was sonst noch passiert ist. Wir haben erreicht das Bronzeabzeichen. Alles drei ausgestellt. Wir haben das erreicht, das Silberabzeichen. Wenn wir ganz viel Geld auf der hohen Kante hatten, wir haben freiwillig auf die Goldmedaille verzichtet, weil uns das zu doof war, ewig noch weiter zu spielen. Dafür hätten wir, also wir Rechner ein paar Tage und Nächte durchlaufen lassen. Wir hätten gar nicht daneben sitzen müssen, dann hätten wir die Goldmedaille bekommen. Schönes Szenario, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber da war das Balancing ein bisschen befremdlich hier. Abzeichen, das haben wir nicht bekommen, weil ich hatte keinen Bock mehr, irgendwie jetzt einen Motorroller zu produzieren. Es ging auch so. Wir hätten einfach nur, das wäre das nächste, die nächste Ware gewesen, die wir für unsere Artistas hätten freischalten müssen, wäre ein Klacks gewesen. Wir schwammen in Geld, die Wirtschaft lief, aber muss ja nicht sein.
Wir haben aber das geschafft. Wir haben sehr viel Geld auf der hohen Kante gehabt. Und zwar nicht nur 100.000 Münzen, sondern über 16 Millionen. Und dann hier noch stolz unter Ausdauer, weil wir so viele Obreros und Obreras hatten. Ich glaube, wir hatten 500, knapp 6.000 hatten wir. 3.000 hätten wir gebraucht. Wir bekommen einen Bonus an sogenannten goldenen Tickets, weil wir mit in meinen Sachen im Sandbox-Spiel einlösen kann, weil wir das beim ersten Mal spielen schon geschafft haben hier. Ja. Klasse. Sehr schön. Daher kann man sich Ornamente aussuchen und kann sich die goldenen Tickets dann dadurch einlösen. Das ist mir gerade egal. Und wir machen weiter. Nicht mit diesem Szenario, das ist beendet, sondern live auf Twitch und dann auch auf YouTube mit unserer Sandbox-Partie. Mit Anno entspannt und mit den Inhalten des neuen DLCs. Das ist ja nicht nur das Szenario. Wir wechseln rüber in die neue Welt. Wir erleben, wie die große neue Insel im Norden unserer Partie herausspawnt, sich erhebt aus den Fluten. Wir lernen auch da die neue Bevölkerungsgruppe kennen, die Artistas. Wir schalten die frei, wir besiedeln eine neue riesengroße Insel und werden dort ein Monument bauen, ein Wasserkraftwerk und viele, 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 viele weitere Abenteuer erleben.